Ich muss zugeben, ich bin jemand, der kommt damit nicht klar, wenn etwas nicht so läuft, wie er das gerne hätte. Und ich war sehr enttäuscht von dem Baileys Apple Pie und auch von dem Baileys Strawberry and Cream. Ich wollte einen geilen Baileys haben und ich habe nur durchschnittlich, für mich persönlich durchschnittlich gute bekommen. Deswegen Versuch Nummer 3, Baileys Salted Caramel. Das Ding hat Potenzial, es ist Baileys, es ist Salted Caramel und es sieht geil aus, was natürlich überhaupt nicht bedeutet, dass es auch nur ansatzweise schmeckt, aber zumindest laut Internetbewertungen soll das der Shit schlechthin sein. Überprüfen wir das. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also das ist wirklich so, ich habe mich richtig geärgert. Ich war fast schon persönlich angegriffen darin, dass mir das nicht geschmeckt hat. Da kann natürlich das Getränk nichts für, weil es sicherlich Leute gibt, die das feiern. Aber Apple Pie und Salted Caramel, so schön wie sie aussahen, sie haben mir persönlich nicht gut geschmeckt. Vielleicht mag ich auch, bin ich auch, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woran es lag, aber sie sind auch von den Bewertungen allgemein, gelten sie jetzt nicht ganz so geil, muss man sagen. Den Klassiker finde ich besser, ganz eindeutig. Und ich habe mich geärgert, 15 Euro für diese Flaschen auszugeben. Habe ich bei Amazon gesehen, dass es da auch den Sorte Caramel gibt. Und hier ist er jetzt. Er sieht pornös aus, richtig edel, schön schwarz. Und ich muss das jetzt hiermit wieder gerade biegen. Also ist so, da habe ich Biss, sage ich jetzt mal. Ich brauche jetzt einen Baileys, der mir gut schmeckt, damit ich wieder ruhig schlafen kann. Ja, Salted Caramel und so weiter. Gibt es natürlich regulär eher seltener in Deutschland, mein Eindruck. Es ist aber auch ein deutsches Schild drauf. Wie gesagt, gibt es bei Amazon. Kann sein, dass er jetzt auch langsam erst kommt. Andererseits gab es viele Bewertungen. Vielleicht gab es ihn mal in Aktion. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich finde es ein bisschen widersprüchlich, die Sachen, wie ich es finde. Vielleicht weiß einer von euch da mehr, dann möge er es doch bitte in die Kommentare schreiben, wie lange er oder sie schon Baileys Sorte Caramel kennt und wie es schmeckt, gerne natürlich auch. Und wir öffnen jetzt einfach mal die Flasche und das sieht aus wie so ein Weltall. Guckt mal bitte, wie toll es aussieht. Mir gefällt das Design. Wow. Sieht doch richtig stilvoll jetzt hier aus. Sieht dann jetzt plötzlich so aus, als ob ich Niveau habe. Hier in dem Martini-Glas, welches natürlich eigentlich nicht dafür gedacht ist, Baileys zu trinken. Aber da ich kein anderes habe, muss das jetzt einfach mal herhalten. Prost, sage ich dann nur. Ah, ja. Das ist viel besser, muss ich sagen. Oh, sahnig. Vollmundig, überhaupt nicht salzig, aber verdammt lecker. Das ist mein Baileys. Das schmeckt, es erinnert mich auch ehrlich gesagt am ehesten noch an Baileys, einfach wegen dieser Sahnenote. Ich finde, die war bei dem Apple Pie und bei den Strawberry und Cream wohlgemerkt geringer. Oder zumindest ging sie eher in den Hintergrund, weil diese Aromen von Erdbeere und Apfelkuchen mit Eiscreme wohlgemerkt, stärker waren. Ah ja, man hat hier natürlich auch deutlich diese Alkoholnote, also ist nicht so, dass es jetzt untergeht unter all dem Zucker, aber eben auch so eine, bisschen im Hintergrund, wie so ein, aber eher wie so ein Sahne-Karamell-Bonbon, jetzt nicht wie so ein normales Karamell, sondern eher wie so ein Sahne-Karamell-Eis ist es eher, weil man eben viel Sahne auch hat vom Geschmack. Ah, ja, das gefällt mir. Finde ich wirklich deutlich besser. Wenn ihr ihn mal seht im Supermarkt, dann könnt ihr den gerne mal ausprobieren. Mir schmeckt er sehr gut. Ich muss aber auch sagen, es wird trotzdem nicht mein liebster Alkohol. Aber das ist Baileys noch nie gewesen. Das will ich damit gar nicht sagen. Trotzdem, jetzt bin ich beruhigt.
Ich habe einen Baileys, den ich gerne trinke, wenn ich ein Glas nehme und nicht nur, weil so nach dem Motto, oh, 15 Euro, der muss weg. Der Baileys Apple Pie und Strawberry and Cream ist inzwischen bei meiner Mutter. Er freut sich dort größter Beliebtheit. Der hier bleibt bei mir, wobei ich meiner Mutter auch gerne was davon abgebe am Ende. Aber hier wird zumindest selbst auch mal was von mir gemacht, ein bisschen geköpft. Also lohnt sich, hat mir geschmeckt und ich sage euch, danke fürs Zuschauen. Vergesst das Abo nicht. Ciao, ciao und macht's gut.